Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Aus den ersten 50 natürlichen Zahlen verschieden von 0, also 1, 2, 3 bis 50, wird zufällig eine Zahl gewählt. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist diese Zahl teilbar durch 6 oder teilbar durch 9? Wir stellen zuerst die Mengen der Zahlen dar, die teilbar sind durch 6 und die teilbar sind durch 9. 18 und 36 gehören zur Schnittmenge, denn diese zwei Zahlen sind teilbar durch 6 und auch teilbar durch 9. In dieses Feld gehören alle Zahlen, die teilbar sind durch 6, aber nicht durch 9, das heißt diese 6 Zahlen. Und hier gehören alle Zahlen hin, die teilbar sind durch 9, aber nicht durch 6, also diese 3. Um die gefragte Wahrscheinlichkeit herauszufinden, brauchen wir die restlichen Zahlen eigentlich nicht darzustellen, denn wir wissen, dass dieses oder ausgedrückt wird als eine Union, eine Vereinigung dieser zwei Mengen. Die gefragte Wahrscheinlichkeit beträgt also 11 günstige Fälle auf insgesamt 50 mögliche Fälle, also 22%. Und die Aufgabe ist schon beendet.